Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir, Nerestro, meinem Charakter Nerestro und unserem Teamkollegen Cezul. Wir stehen hier vor Annabelle de Churrasco, wo wir die Quest... Vielleicht das Richtige wählen? The Enemy Within annehmen, welche hier ist, dort wo wir bereits Mira mal geholfen haben. Und blub, schon sind wir drin. Und was muss man in dieser Quest machen? Erstmal buffen wir uns und dann laufen wir ein bisschen von der Quest von Mira nochmal ab. Ganz kleines bisschen. Mein Pet kriegt auch mal ein Blur. Und dann können wir hier loslaufen. Und ich habe gemerkt, dass ich schon wieder meine Resurrection oder meine Raise Dead Scrolls vergessen habe. Mittlerweile könnte ich sie tatsächlich benutzen, weil ich habe ja fleißig in UMD geskillt. Diese Teile hier waren bei Mira offen, aber dafür war hier hinten, waren ja die Roboter, Minions, die Iron Golems, welche wir jetzt hier auch nochmal sehen, genauso mit diesem Kraftfeld. Und die machen uns jetzt mal auf. Und schon können wir weiter. Und jetzt sollen wir eben suchen, was die nette Annabelle gekippnet hatte. Sie kann sich da nicht mehr wirklich daran erinnern, aber wir sollen eben schauen, was es denn war, und es soll irgendwo hier mittendrin sein. Wenn ich mich nicht täusche, sind das hier alles Frost Marrow Typen. Das heißt, sie kriegen extra Feuer Damage. Das heißt, ich könnte einfach mal clearen. War nicht ganz so effektiv wie gedacht. Ich dachte, dass mehr sterben, aber wie ihr seht, 300 Damage, weil sie dafür anfällig sind, ist doch relativ cool. Ich habe gerade Zombie-Expertise im Monster-Manual gekriegt, obwohl wir hier Skeletons töten. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ja, wie ihr seht, wir haben hier weitere Frostmarrows. Frostmarrows machen Eis-Damage, wenn sie einen angreifen, und sind auch sonst relativ unangenehm. Eieieiei! Wow, 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 wow! Was geht? Das war jetzt nicht schön. Was hat uns gerade so extrem viel Leben abgezogen? Ich denke, es war der Evoker. Zumindest wirft er Spells. Ich könnte jetzt natürlich im Combat-Chat nachschauen, aber das mache ich jetzt gleich mal. Ich will nämlich schon wissen, was mich umgebracht hat. Das Problem ist, dass wir hier die ganze Zeit Healing-Ticks reinkriegen und Damage-Ticks reinkriegen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Combat gehen würde, wie ihr seht, ungefähr 10 Millionen Sachen. Das heißt, da würde ich mich erstmal zu Tode suchen, damit ich endlich weiß, was uns da so übel zugerichtet hat. Aber war natürlich wieder klasse, dass wir gleich mal ganz am Anfang auf zwei oder drei Champions getroffen sind. Das hat natürlich einiges an Ressourcen gefressen. Denn die Map ist vergleichsweise groß. Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, zwei Schreine. Insofern haben wir eigentlich einiges an Spellpoints zum Raushauen, bis wir zum ersten Schrein kommen. Dann machen wir alles bis zum Bosskampf, resten dann nochmal und machen dann den Rest. Auf jeden Fall muss ich da jetzt hochklettern und dort dann erstmal eine Trap suchen. Währenddessen kann sich hier mein Teamkollege mit allen anderen Sachen vergnügen. Und wo ist das dämliche Ding? Hier haben wir das Control Panel. Und Disable Device Success. Schon können wir hier dieses Ding benutzen. Und damit springt der Frostmarrow Huntsman schon runter. Das ist natürlich wieder richtig klasse. Die Bogenschützen in diesem Spiel haben die Angewohnheit, überall hinzurennen. Ich hasse sie. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, es ist einfach lächerlich, wie der jetzt da oben steht. Ich meine, ich frage mich, ob ich das auch kann. Nein, kann ich nicht. Aber er kann's. Die können sich teilweise auch auf die Türen hier draufstellen und so, weil sie anscheinend absolut keine Begrenzung haben, was die Höhe vom Springen angeht. Absolut abgefuckt und komisch. Aber hey, so ist das Spiel, und ich bin immer noch der Meinung, dass es zumindest storytechnisch her und dem, was man machen kann, immer noch eins der besten Spiele ist, weil
Es ist jetzt zwar immer noch ein kloppt euch durch alle Gegner, aber man kann theoretisch auch stealth-mäßig hier durch alles durchgehen. Man braucht zwar Invisibility, weil einen sonst die ganzen Untoten hier sehen. Aber nicht so, als hätten wir das nicht. Ich meine, haben wir ja. Aber man könnte theoretisch das Ganze hier stealth durchmachen. Und das hat man theoretisch bei relativ wenigen MMOs, dass man Quests komplett im Stealth-Modus durchlaufen kann. Zumindest fällt mir jetzt gerade kein anderes ein, wo das gut möglich ist. Und natürlich, auch wenn es Frostmarrows sind, auch wenn ich hier einfach eine Wall of Fire hinstellen kann, ich bin mal wieder der Wizard, der einen auf Melee macht. Einfach nur aus Prinzip. Wo man mal wieder erkennt, dass ich sehr schonend mit meinen Ressourcen umgehe. Man kann hier natürlich einfach mal alles zerstören, sodass hier definitiv alles erstmal freikommt. Und dann kann man wieder eine Wall of Fire reinstellen. Und hofft dann einfach mal, dass der Wizard reingeht. Der Wizard ist tot, das heißt, alle Melees laufen uns jetzt nach. Und dann sterben die Gegner hier relativ schnell. Also wie ihr seht, das geht jetzt schon. Und an diesen Stellen sollte man vorsichtshalber lieber mal suchen. Wie ihr seht, nette Klingen. Und wie ihr seht, man muss auch am Anfang einmal durch. Wait a moment. Das hat ihm das halbe Leben abgezogen. What the heck? Okay, mein Pet hat knapp 150 Damage von diesen Traps erhalten. Das ist wirklich richtig schön. Da sieht man mal wieder, dass ihr definitiv irgendwas mit Evasion braucht und keine Artificer als Ersatz für Trap machen haben solltet. Weil die leider Gottes tatsächlich dann einfach ihre keine Evasion haben und Schaden von der Trap kriegen und bam, tot sind. Und darum solltet ihr das nach Möglichkeit tatsächlich den Rogues, die Evasion haben, übrig lassen oder aber solchen Split-Builds. Halt, Hauptsache es hat irgendwas mit Evasion. Es kann auch ein Monk drin sein, wenn es sein muss. Aber keine pure Artificer. Die sterben einfach an den Traps auf Elite. Und dann ist es ja relativ witzlos, weil dann ist so der Erfolg eines, eines Traps ausmachen nicht gegeben, wenn er auf dem Weg zur Trap stirbt. Anyways, ich habe hier einen Concentration Failure, das ist mal wieder richtig klasse. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich nicht down gehe, bevor meine Death Aura mich gut hochheilt. Aber das scheint ja tatsächlich möglich zu sein. Zumindest scheine ich mich mehr zu heilen, als ich Schaden kriege. Das Ganze hängt wahrscheinlich auch wieder von meinem Pet ab, welche hier ein bisschen Schaden absorbiert und so. Und der andere Champion von den beiden Champions hier fällt dann auch gleich um. 881 Hitpoints, also ich muss schon sagen, ich glaube, da würde ich fast sagen, dass übertrieben viel. Okay, wir haben hier gesearched, anscheinend keine Trap. Und ja, ich glaube, ich sollte mich auch mal um den Magier kümmern. Und schon fällt er tot um. Meine Präsenz hat anscheinend gereicht, dass er tot umfällt. Ja, auf jeden Fall empfiehlt es sich, diese Quest symmetrisch zu machen. Das heißt, wenn man dann hier einen Gang komplett erforscht hat, den anderen Gang zu machen, welche zwar im selben Ende praktisch enden, aber ja, ist entspannter, wenn man weiß, dass das ganze Zeug definitiv tot ist und einem nicht in den Rücken fällt und so. So von der Map her müssten die beiden Schreine hier und hier sein. Also nicht mehr allzu weit entfernt. Wie ihr seht, habe ich auch immer noch die Hälfte meiner Spellpoints. Naja, ein bisschen weniger als die Hälfte, aber ausreichend viele. Was man hier teilweise haben kann, sind Böden, die wegbrechen. Leider kann man diese nicht suchen, soweit ich das in Erinnerung habe. Was dann relativ schade ist. Was man allerdings durchaus machen kann, ist hier einmal durchrennen. Hier hinten diese dämliche Crest nehmen und Wall of Fire. Wie ihr seht, Walls of Fire sind relativ effektiv. Ich glaube, eine Wall of Fire macht sogar extra Schaden gegen Untote.
Ja, 2d6 extra Damage gegen Untote und zusätzlich macht sie extra Damage gegen die Frostmarrows, weil die Frostmarrows natürlich aus Eis bestehen und damit 1,5-fachen Feuerdamage kriegen. Es empfiehlt sich also, die, ja, zu haben. Und wie ihr seht, haben wir hier den ersten Schrein, aber wie gesagt, wir brauchen ihn nicht. Wir werden jetzt erstmal ein Stückchen zurückgehen und dann den anderen Schrein von der anderen Seite her machen, weil wir die Crest dort eh brauchen. Und wenn ich mich nicht täusche, könnte hier teilweise eine Falle sein bei diesen dämlichen Levern, weswegen wir jetzt erstmal searchen. Und hier haben wir die Falle. Darum sollte man das Control Panel erst benutzen. Und hier kann man einmal zumindest bis vorgehen. Hier sollte man nochmal einmal searchen, nicht, dass irgendein Problem besteht. Nein, anscheinend nicht. Und dann haben wir hier diese beiden Champions, welche dann demnächst auch sterben sollten. Sie stehen ja in der Wall of Fire drin. Und dann kann man hier die erste Crest reinlegen. Und jetzt muss man das Ganze eh von der anderen Seite machen, weil dieser Raum hier, der muss praktisch auf beiden Seiten eine Crest haben. Also gehen wir jetzt einmal zurück, machen das Ganze von der anderen Seite. Spiegelverkehrt, exakt das gleiche. Und dann sollten wir auch kaum noch Spellpoints haben, oder wir werden sie jetzt so raushauen, dass wir jetzt gleich keine mehr haben werden, wenn wir beim Schrein sind, sodass wir resten können. Und das meinte ich mit den dämlichen Traps, dass man da aufpassen sollte. Ja, einmal, wenn man nicht sucht, passiert sowas. Die Typen da unten sollten alle tot sein. Hier finde ich das nicht. Ich könnte jetzt natürlich risky-mäßig da mal runterspringen, weil ich in etwa weiß, wo das Zeug von der. Warum sind da hinten Skelette? Vor allem Champion-Skelette. Ah, sie sind wieder zurückgelaufen. What the heck? Ich lasse einfach mal mein Pet stehen. Und okay, hier kriege ich Schaden. Das war ja wieder richtig klasse von mir. Das war so nicht geplant, wie ihr euch eventuell vorstellen könnt. Aber ich habe hier ja dieses kleine Steinchen. Und kann hier die Tür aufmachen. Kann hier einmal rein. Den Skeleton Knight mit einer Wall of Fire bekämpfen. Helfe meinen Teamkollegen mit einer Wall of Fire. Out of range? Okay. Dann eben nicht. Renne hier dann einmal rein. Und werde dort auch erstmal eine Wall of Fire legen. Wie ihr seht, ich habe mal wieder eine richtig clevere Aktion gebracht. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wo dieses dämliche Disable-Panel ist, aber anscheinend habe ich dann zweimal meinen Save gefailt. Und ich habe derzeit einen plus 20er Reflex-Save. Ich dachte eigentlich, das sollte reichen, dass ich ihn nicht zweimal faile. Ich müsste dann in ein paar Sekunden wieder tot umfallen. Das heißt, ich werde mich mal gleich neben den entsprechenden Schrein stellen. Erstmal eine Wall of Fire. Und da bin ich wieder tot und da stehe ich wieder. Und da reste ich wieder. Ja, so viel dazu. Dann einmal den hier, einmal den hier, einmal den hier, einmal den hier, einmal den hier und einmal den hier. Und dann suchen wir hier einfach mal, ob hier auch eine Trap ist. Anscheinend ist dem nicht so. Zumindest habe ich sie jetzt nicht gefunden. Was für gewöhnlich heißt, dass hier auch keine ist, weil ich eigentlich auf Level die ganzen Traps finden können soll. Tä? The fuck geht ab? Wie ihr seht, hier ist das dämliche Disable-Panel.
Critical Success. Und diese Typen hier regen mich jetzt gerade ein bisschen auf. Und jetzt zeige ich euch, wo eigentlich das dämliche Panel sein hätte sollen. Also, wenn man hier... Ich bin, glaube ich, jetzt zu weit gelaufen. Wäre beim anderen gewesen. Richtig. In diesen Räumen spawnen übrigens immer wieder die Gegner. Also, hier. Normalerweise ist hier oder hier an einem dieser Teile das entsprechende Disable-Panel dran. Also an einem der beiden Säulen. Und zu dieser Säule wollte ich mich eben stellen, damit ich die Falle ausmachen kann, damit ja nichts Schlimmes passiert und währenddessen ist genau das Schlimme passiert, ich bin gestorben. Ihr seht hier die Quest Slave 4. Slave 4 bedeutet in diesem Fall Slave 4 von diesen dämlichen Typen, die dort sind. Hat irgendwann mal mit so einem Bug angefangen, dass einfach nicht mehr angezeigt wurde, was genau man jetzt eigentlich töten muss. Und das sind diese komischen Nobles hier. Gibt die von Dennis, gibt die von Fialin und so weiter und so fort. Und diese Void Mines muss man eben töten. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Priest gehören tot. Au. Ja. Auf jeden Fall, Priests sind eben nicht schön. Aus diesem Grund tötet man sie normalerweise relativ schnell. Wie ihr seht, gibt auch XP dafür. Oder ich habe gerade den Halfling Hunter XP gekriegt. Diese Trap hier müsste gelockt sein. Richtig, aber wir können sie aufsperren. Und da fällen wir gleich mal. Und fällen nochmal. Und erneut. Hey, ein Success. Und falsche Taste. Und einmal looten. Und dann können wir auch schon weitermachen. Okay, anscheinend keine Traps, sonst wäre hier was passiert. Und hier haben wir Frostmarrows. Und da legen wir erstmal eine Wall of Fire hin. Weil die dämlichen Typen hier sterben sollen, weil ein Champion dabei ist. Wie bereits gesagt, wir haben ja die Möglichkeit eines zweiten Schreins. Das heißt, man muss hier auch nicht wirklich mit den Spellpoints sparen. Man schaut, dass hier alle Leute einen erstmal zu einem kommen. Dann legt man dort, wo die meisten Leute sein werden, eine Wall of Fire hin. Und schon werden die ganzen Leute sterben. Bei den Ghoulen oder Gasten müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn das die sind, die Schwerter haben, dann können sie euch negative Level verpassen. Ich bin ja jetzt gerade untot, genauso wie mein Teamkollege, weswegen uns das relativ wenig kratzt. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es unter Umständen relativ schmerzhaft sein könnte. Außerdem ist es so, dass ihr Priest... Ja, die netten Churrasco-Leute sind halt einfach Priests, weil wir sind jetzt hier auch in Haus Churrasco und so, aber wenigstens heilen sie sich nicht die ganze Zeit. Und sie machen sogar erstaunlich wenig Schaden für dieses Level. Ich war auch der Meinung, dass die Trap vergleichsweise wenig Schaden macht, aber wir sind trotzdem noch auf Elite drin. Naja. Und hier suche ich einfach mal, ob hier irgendwo eine Trap ist. Anscheinend nicht. Und einfach mal den Kill abgreifen. Die Traps sind hier übrigens random geplaced, das heißt, man kann nicht sicher davon ausgehen, dass nur weil man irgendwo war und dort keine Trap ist, es definitiv keine Trap mehr hier ist. Und hier haben wir wieder einen so ein Bodenbricht-Weg-Trap-Zeug. Ist gerade mein Pet ein... Nein, das ist der Gegner. Der Gegner ist da einfach drüber gelaufen. Das mag ich ja ganz gerne. Wenn wir an Physics gebunden sind, Gegner aber nicht.
Dass sich die Gegner hier übrigens immer wieder um ein paar Ticks heilen, hängt damit zusammen, dass leider Gottes mein einfach mal die Crest nehmen, erstmal eine Wall of Fire hinwerfen. So. Auf jeden Fall, dass sie immer wieder geheilt werden, hängt damit zusammen, dass ich dieses dämliche Ice Shield hier habe, welches Feuerschaden, den ich krieg, reduziere. Das ist aufgrund eines Items, das ich habe, welches ich leider nicht ablegen wollen will, weil das mir 200 Spellpoints extra gibt. Und hier haben wir die Secret Door, die wir schon gespottet haben. Also gehen wir mal hinter diese Secret Door. Und sehen eine Truhe. Erstmal suchen wir, nicht, dass hier uns irgendwas gleich um die Ohren fliegt. Anscheinend nicht. Aber wir haben schon mal nicht die 10 extra Prozent XP, einfach nur, weil ich ja der Meinung war, dass euch zu zeigen, wo man diese Trap disabled, wichtiger ist, als die Trap nicht irgendwie an einen reinkommen zu lassen. Sehr unschön, aber hey, so ist es eben. Und wirst du dich jetzt anwählen lassen? Danke. Und dann hat sich das Ganze auch schon. Hier suchen wir lieber mal wieder. Nicht, dass uns gleich wieder irgendwas um die Ohren fliegt. Ich liebe diese Fallen. Man kann sie einfach nicht suchen. Aber was man hier machen kann, ist einmal durchrennen, wieder die Crests sich greifen. Und dann eine Wall of Fire hinklatschen. Wenn man nicht irgendwo stecken bleiben würde. Okay, und damit sind diese Failed World Mines auch relativ tot. Und da sieht man schon wieder den Vorteil eines Casters. Er kann halt einfach eine Wall of Fire hinklatschen. Was man natürlich auch machen kann, was ich euch bei den nächsten Humanoid-Encountern zeigen werde. Ich habe meinen ersten Instant-Kill-Spell. Das bedeutet, ich werde vielleicht tatsächlich die Möglichkeit haben, euch zu zeigen, was passiert, wenn man gegen einen Caster antritt und dann einfach plötzlich tot umfällt. Nein, wieder keine Trap. Akzeptiert. Oh, habe ich hier gerade geleckt, weil es mich so nach hinten versetzt hat? Und auch mein Teamkollege steht irgendwie ein bisschen komisch rum. Ich glaube, ich leck gerade ein bisschen, aber hey. Dafür hat man hier eine Wall of Fire, die sicherlich Gegner tötet, bevor man selber stirbt. Okay, sind sie alle tot? Gibt's noch ein paar Sarkophäge? Ah, Leiterbug. Ich lasse das meinen Teamkollegen machen. Der Leiterbug ist dieser tolle Bug, wo man einfach eine Leiter immer wieder hochläuft. Wieder keine Trap. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich scheine tatsächlich immer wieder hin und her zu ruckeln. Ist nicht schön, ist aber so. Slay Lord Vrille, lalalala. Ach ja, genau. Lord Vrille, lalalala. Ach, er hat Death Ward. Das heißt, das kann man gegen ihn gar nicht benutzen. Das ist ja mal wieder richtig klasse. War ja schon fast erwartet. Aber eine Wall of Fire kann man gegen ihn benutzen. Da bin ich mir relativ sicher. Und er ist ein Champion, das heißt, er hat ein paar mehr Leben. Bei den Mindflayern müsst ihr übrigens aufpassen. Sie haben teilweise so ein Spell drauf oder so eine besondere Fähigkeit, wo sie so ein Wululululu-Zeug machen. Und daraufhin kriegt man erstmal massig Charisma-Damage, ist irgendwann helpless und dann macht's Bam und plötzlich ist man tot, weil sie einem das Gehirn ausgesaugt haben. Das ist nicht schön. Und relativ tödlich. Aus diesem Grund solltet ihr aufpassen, dass euch das nicht passiert. Ah, ist hier auch noch irgendwas? Nein? Okay, dann können wir jetzt hier eigentlich schon wieder zurück. Anscheinend hat sich das mit den Lecks immer noch nicht ganz gelegt, weil es mich immer noch ein bisschen hin und her haut. Aber pff, wird schon. Ist jetzt nicht so, dass mir sowas genau über den Klingen passiert, wie meinen Teamkollegen, welcher jetzt hier gerade in die Klingen reingerutscht ist. Und wir haben drei Crests. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich auf der anderen Seite, nachdem das Ganze spiegelverkehrt nochmal vorhanden ist,
nochmal 3 Stück gibt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich genügend Leute hinter mir herziehe, dass es sich lohnt, hier eine Wall of Fire hinzulegen. Wow, 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 so haben wir nicht gewettet. Das war ein 350 Damage Light Ray. Gut, ich habe derzeit noch 500 Sekunden auf mein Cursed Blade of Jack Chibbers. Das heißt, das wird wohl nichts, aber hier hat man mal richtig gut gesehen. Void Mines Churrasco Noble Searing Light hit you for 354 points of light damage. Ja, was kann man dagegen machen? Ich glaube gar nichts. Ich habe nur 308 Leben. Ja. Bis zum nächsten Mal. So, nach einem kurzen Skip, wie ihr seht, der Cooldown ist weg. Was ich jetzt machen werde, ich werde hier rauslaufen. Möglichst weit weglaufen. Und wie ihr seht, es ruckelt immer noch ein bisschen. Wahrscheinlich ist gerade einfach der Server am Lecken, nachdem das gleiche Problem bei Sisul liegt. Und versuche jetzt, möglichst weit zurückzukommen zum Schrein. In der Hoffnung, dass beim unteren habe ich, glaube ich, gerestet beim letzten Mal. Das heißt, jetzt werde ich einfach zum oberen Schrein gehen. Wie ihr seht, ich kriege immer wieder Schaden, ich ruckel immer wieder und so weiter und so fort. Falls ihr es genau wissen wollt, ich habe es ja auch schon so gepostet und so. Void Mine Churrasco Noble Searing Light hat mich für 354 Hitpoints gedamaged. Was übrigens in etwa das ist, was ich an Max Hitpoints habe, beziehungsweise normalerweise habe. Jetzt, da ich ein Death Penalty habe und so, ist das natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber ja, ich habe eigentlich 308 Leben oder so, hatte ich zumindest vorhin, als ich mich graced hatte. Und nachdem wir jetzt ja beide gestorben sind, heißt das auch, dass wir jetzt hier Sisul einmal, ich viermal, nachdem ich jetzt wieder zweimal gestorben bin, einmal mich mit selbst resen und so. Und blub und blub. Jetzt hätte ich wieder meine 1130 oder so Sekunden Cooldown auf mein Chibbers Blade. Das heißt, sollte ich nochmal verrecken, dauert das ein bisschen. Aber jetzt kann ich wenigstens zurück zu Sisul. Und ihn versuchen hierher zu bringen. Und dann ein bisschen sparsamer mit meinen Spell Points umgehen. Nachdem wir jetzt den ganzen Südflügel und den Boss damit machen müssen. Auf jeden Fall, ja, 308 Hitpoints normalerweise. Das heißt, diese Searing Light Ray hätte mich umgebracht, auch wenn ich volle Hitpoints gehabt hätte. Woran man mal wieder sieht, dass der Damage von den Champions auf Elite ein bisschen übertrieben ist. Ah ja. Frostmarrows. Andere Typen. Wall of Fire. Rauslaufen. Wall of Fire. Und ja, meine Axt geht gerade kaputt. Kommt davon, weil ich jetzt irgendwie schon oh, die ganzen Leute laufen los in die Wall of Fire außen. Das ist natürlich relativ schön. Dann sterben die natürlich etwas besser. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Caster in der Wall of Fire stehen bleibt und dadurch verreckt.
What the heck? Wie ihr seht, ein Rare lebt auch noch. Und ich brauche ein dämliches Shield, damit ich keine Magic Missiles abkrieg. Und bringe jetzt einfach mal meinen Teamkollegen zum entsprechenden Race Dash rein. Und ich sollte für die nächste Quest definitiv definitiv die dämlichen Race Dead Scrolls mitnehmen. Dann ginge das Ganze schneller, dann müsste ich jetzt nicht mit ihm zurücklaufen. Aber hey, er wird wahrscheinlich eh resten, nachdem er keine Spell Points mehr hat. Es ist irgendwie echt bitter. Okay, wie ihr seht, es wird sich zum Schrein geleckt. Immer wieder leichte Ruckler. Es wird hier allerdings nicht angezeigt, dass ich Latenz hätte oder sowas. Aus diesem Grund nehme ich an, dass es tatsächlich irgendwie am Server liegt. Warum auch immer. Und bam. Ach, ich habe meinem Pet gesagt, dass es stehen bleiben soll. Naja, jetzt tue ich es einfach mal mitnehmen. Und 900 Sekunden, bis ich das nächste Mal sterben darf. Das sind 15 Minuten. Aber wenigstens gibt es ja ein Blade of Checkchibbers. Ohne das wäre es irgendwie leicht witzlos. Gut. Auf jeden Fall, weiter geht's. Ich schau mal. Ich bin eigentlich immer noch relativ schnell. Warum bin ich schnell? Habe ich irgendwelche Striding-Items? Beim letzten Mal war ich dann plötzlich so langsam. Naja, ein bisschen PRR buffen und eine bisschen Chance, dass ich nicht getroffen werde. Vielleicht ein Jump, dass ich ein bisschen höher springen kann. Ist ja alles relativ lustig. Ach ja, aber wie ihr seht, man kann tatsächlich immer wieder diese Quests auch schaffen, wenn man sie mal vergeigt hat, indem man einfach im Nachhinein wieder zur entsprechenden Stelle zurückgeht. Ich weiß nicht, wie ich mich ich sage jetzt einfach mal meinem Pet, dass er diesen Typen angreifen soll. Dann zieht der ein bisschen Aggro und dann kann man auf ihm rumprügeln. Wenn er denn endlich sterben wollen würde. Übrigens, jedes Mal, wenn man stirbt, lässt man auch jegliche Crests, die man bisher hatte, fallen. Früher waren die dann einzeln dargelegen, mittlerweile stehen sie in einem Stack da. Das heißt, man muss wirklich bloß noch diesen einen Typen, diese eine Sache einmal aufnehmen. Und plopp, hier haben wir einmal ein bisschen Loot. Was suchen kann man hier wahrscheinlich nicht, auch wenn die Tür da ausschaut, als könnte man. Dann haben wir alles, was wir wollen. Wir haben unsere vier Crests, der sechs Crests schon mal und können hier gleich mal weitergehen. Okay, Mr. Frostmarrow Evoker, stirb einfach, bevor meine Waffe komplett hinüber ist. Ja. Hier könnte der Boden wieder wegbrechen, aus diesem Grund gehen wir lieber am Rand entlang, weil der Boden eben tatsächlich wegbricht. Und überprüfen, haben wir irgendwelche Rares, sonstigen Kronen. Noch sehe ich keine, aber das heißt, dass wir auch hier keinen Caster haben. Das heißt, wir können hier einfach die Crest nehmen und können dann eine Wall of Fire reinwerfen. Ah. Wenigstens etwas. Übrigens, das tolle optische Effekts-Dingsel-Zeug, was ihr um Sesul herum seht, ist die Tensor Transformation, beziehungsweise bei ihm der Tensor Transformation Toggle. Macht ihn ein bisschen buffer, was Melee-Kampf angeht, ein bisschen beschissener, was Zaubern angeht, aber ist so die optimale Variante für so einen Stuff-Mage-Dingy-Typ-Fighter-Monk. Fighter-Monk hat er, glaube ich, drin, oder? Nee, Rogue-Fighter. Aber ja, das Ergebnis bleibt das gleiche.
Und der Frostmarrow, um den wir uns hier kümmern, der langsam aber sicher irgendwann auch sterben sollte, ist jetzt auch endlich mal tot. Die netten Shambler hier sollten auch dann demnächst sterben. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich und mein Skelett drauf prügeln. Und schon hat uns jemand den Kill geklaut. Aber gut, dann suchen wir mal. Vielleicht kommt ja jetzt auch mal wieder eine Trap. Nein, anscheinend nicht. Und dann haben wir hier den letzten Raum. Das heißt, hier würde wieder ein... Also dieses Mal ist es... Aber der hier ist kein... Der hier ist nicht übermäßig sonst was. Das heißt, wir können den hier machen und dann fällt er einfach tot um. Weil wir das können, weil wir eigentlich ein Necromancer sind, also Todesspells drauf haben. Ja. Das ist eben eigentlich das Prinzip, wie man hier vorgehen sollte, wenn man lebende Gegner hat. Man schaut sie sich an, sagt Hust und sie fallen tot um. Ah ja, da ist die Chest. Jeder von den drei Mindflayern, Spoiler, es kommt noch ein dritter, hat eine Chest bei sich. Wie ihr euch vorstellen könnt, wird der Boss wahrscheinlich der letzte Mindflayer sein, nachdem Annabelle ja gesagt hat, dass sie nicht weiß, was sie gekidnappt habt und so. Und normalerweise die Mindflayer so das Zeug sind, die saugen Gehirn aus und so, saugen Erinnerungen aus. Also die unschöne Variante. Was ich übrigens mittlerweile gemerkt habe, ist, dass die Legs weg sind. Ich kann mich wieder frei bewegen. Das heißt, vielleicht fällt jetzt man nicht aus Versehen zufällig in eine Trap rein. Gut, jetzt müssten dreimal jeweils zwei Sockets da sein. Eins, zwei, dann suchen wir mal, ob hier eine Trap ist. Wieder keine. Eins, zwei, dann suchen wir mal, ob hier eine Trap ist. Nicht, dass hier jemals Traps wären. Eins, zwei. Und dann haben wir hier den Boss. Der ist rednamed, das heißt, man kann ihn nicht instant killen, aber man kann ihm eine dämliche Wall of Fire vor die Füße legen. Und wisst ihr was? Er ist anfällig für Fire, weil er ein Eis-Typi ist. Und wir haben einen Caster, der Light Rays wirft und böse. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein Eis-Mindflayer, darum kriegt er extra Feuer-Damage. Es ist schließlich der Lord of Cold. Und dann haben wir das Ganze in 44 Minuten geschafft, nachdem wir einmal die 1000 Sekunden oder 900 Sekunden, 900 Sekunden sind 15 Minuten, also die Viertelstunde darauf warten mussten, dass unser dämliches Chivas Blade wieder verfügbar ist. Aber wir haben die Quest jetzt tatsächlich abgeschlossen, kriegen hier noch unsere Chest so als Endergebnis. Und dementsprechend war's das. Das war The Enemy Within. Insofern, man sieht sich bis zum nächsten Mal.